Hallo Leute und willkommen zurück zur fünften Folge Star Wars Jedi Fallen Order. So, in der letzten Folge waren wir hier in dem Gewölbe drin. Und ja, wir haben jetzt ein neues Aufgabe bekommen. Ich glaube, wir sollen zum Schiff zurück. Aber ich möchte mich erst noch ein bisschen umschauen. Ich habe gefunden, was ich sehen sollte. Was hier noch alles so gibt. Hört sich ganz so an. Wir warten. Naja, ihr könnt schon noch ein bisschen warten. Ich will erst mal ein bisschen gucken. Gibt es hier noch irgendwas Schnuckliges? Oh. Gleich wieder verrecken an dem. Sind wir noch ins Target, komm. Boah! Okay. War wohl nix. Der Feuer geht besser. Ah, die Ladezeiten sind echt lang. Das nervt ein bisschen. Ja, genau. Meine Güte! Elendiges Vieh. Ist aber hässlich. Ein Hässling. Ich bräuchte mal Heilung. Hinten geht's auch noch rein, ist auch noch was. Mysteriöses Skelett. Der Struktur dieser Knochen nach zu urteilen, handelt es sich hierbei um ein großes Reptil. Laut einer Analyse der in den Knochen enthaltenen Elemente sind die Überreste etwa 1000 Jahre alt. Okay. Verlassene Werkstatt. Anderen Seite verschlossen. Was ist nicht runterfallen, ist komisch. Oh.
Mein Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datomir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Ich habe kürzlich erfahren, dass die Sepho an Datumi interessiert wären. Äußerst merkwürdig, dass diese Kultur fasziniert ist von einem Ort, der so dunkel ist. Auf Datumi gibt es mehr zu entdecken. Okay. Warte mal, ich wollte irgendwas scannen hier. Was? Verblasstes Wandbild. Ein verblasstes Wandbild unweit des Sepho-Gewölbes auf Bogano. Es stellt höchstwahrscheinlich einen Planeten dar, ist aber zu stark beschädigt, um genaueres zu erkennen. Haben wir das aufmachen können? Abkürzung. Ah! Jetzt! Okay, wir meditieren auf jeden Fall mal. Ganz knapp am Ding. Komm, wir hauen noch ein paar Gegner kaputt. Dann können wir eventuell noch skillen. Scheint irgendwas mit dem Strom zu sein. Problem ist, dass der Fette jetzt wieder kommt. Nein! Kommen wir denn da hinten irgendwie hin? Hier ist aber auch nichts mehr. Wir kommen aber zu dem Vieh doch gar nicht hin. Vielleicht kommen wir da später irgendwie hin. Ist hier noch was? Irgendwie ein Geheimpfad oder so? Wenn es sowas überhaupt gibt hier. Wir hätten halt den Boss noch, gell, aber... Ob wir den legen, weiß ich nicht.
Okay. Fähigkeit Baum. Maximale Macht. Springe während der Sprints, um einen Salto über das Ziel zu machen. Ich mache erstmal das hier, die Macht erhöhen. Maximale Macht erhöht. Noch mal schnell aus. Zurück wird's schneller gehen. Waren wir hier schon drinne? Wirf ihn her! Eieiei! Slim, sofort! Oh, die kann ich aber gar nicht ausweichen. Alpha Pipsch. Komm, den probieren wir gleich nochmal. Den muss ich langsamer spielen. Den Schlingel, den. Vielleicht kann ich ja den irgendwie schon von oben einmal attacken. Steht da der Penner? Na, hilft die Leute, den muss ich jetzt so lange probieren, bis er down ist. Der ist nicht so schwer. Also wenn du da einmal blöd ins Eck kommst, dann kommst du halt sehr, sehr schwer wieder raus.
Vielleicht können wir den gleich mal verlangsamen. Kann nicht so schwer sein, Mensch. Der arme Bockling ist tot. Wollte er seine Familie schützen? Lebensdistanzen. Geheimnis entdeckt. Scomp-Anschluss muss ich für die Bedienung. Ich bin Scomp-Anschluss. Ah, das war auch der von vorher praktisch, der Boss. Okay, dann haben wir schon mal den Boss erledigt hier. Zeit für einen Stim. Danke. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier drin noch was machen könnten. Aber ich glaube eher nicht. Wie kommen wir an die Kiste ran? Oder wir kommen erst später ran. Thank you.
Okay, wir speichern auf jeden Fall nochmal ab, würde ich sagen. Hallo? Nein, wenn wir nicht rüberkommen. Runterfalle. Ich glaube, jetzt gibt es jetzt erstmal keinen Weg. Okay, dann würde ich sagen, ab ins... Hier ist auch noch irgendwas. BD1, hier rüber. Können wir hier runter nochmal gucken? Komm, wir schauen nochmal hier runter. Können wir nichts machen? Ne, hier geht nichts. Okay, da müssen wir vielleicht später nochmal zurückkommen. Vielleicht brauchen wir da irgendwie andere Fähigkeiten dazu. Gehst du hoch? Okay, BD1. Sagen ab ins Schiff. Ja, da ist er. Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD1? Komm an Bord. Wir reden drin. Oh, BD1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD1, einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Buttholegewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holochron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Druiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Vogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Holocron? Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holocron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen.
Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Hör zu, bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Seid dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Okay. Datumir oder Sepho? Und komm, wir gucken einfach mal. Wählst du unser nächstes Ziel? Folg deinem Instinkt. Datum hier. Ich würde sagen, wir nehmen Sepho. Okay, würde ich sagen, nehmen wir. Ja, Sepho, reisen. Sicher schwer mit anzusehen, wie die Freunde abgeknallt werden. Ich meine, sie wissen schon, ausgelöscht oder so. Was denn? Hilft doch, drüber zu reden, oder? Oder nicht? Ja, es war. Ja, schön. Jetzt zeigen Aber sie sich mir. Man muss es verarbeiten, nicht vergessen. Wir müssen uns an die Fehler der Vergangenheit erinnern und die Weichen für die Zukunft so stellen, dass sie sich nicht wiederholen. Klingt das, wären Sie nicht sicher, ob das alles funktionieren wird? Ganz recht. Darum ist Anpassung auch so wichtig. Egal ob Vorhaben oder Idee, wir müssen bereit für Veränderungen sein. Auf jeden Fall cool gemacht. Wir landen gleich. Komm hier rauf. Schon cool gemacht. Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Ah, okay. Eiskönig. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Also, ist gut jetzt hoch. Okay, festhalten, festhalten, festhalten. Perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Kerl, hier drüben. Gute Arbeit auf Bogano.
Okay. Je mehr Infos wir über Cordova und die Sepho sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich habe von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Sepho besessen war. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Du solltest aufbrechen. Hier gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Schauen wir mal, ob wir... Hinten war noch eine Werkbank, oder? Sieht aus wie... Ah, hier kann man sogar meditieren hier drin. Sehr schön. Haben wir schon eine neue Farbe? Nee, kommen wir wieder blau. Ist eigentlich alles nur Cosmetics. Gut Leute, ich würde sagen, wir speichern jetzt einmal und schauen dann in der nächsten Folge, wie es auf Sepho weitergeht. Gut Leute, jetzt aber wirklich Schluss. Es sind doch schon wieder 32 Minuten, sonst wird das Video zu lang. Und in dem Spiel braucht man nicht so lange Videos. Ich glaube, das geht ja jetzt gar nicht so lang von der Hauptstory. Gut Leute, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alle sehr, sehr freuen. Und ansonsten, ciao, ciao, reingehauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Andi.